Dann Feuerstein ist besorgt. Machen wir weiter. Ich habe vom Dach, so viel ist es ja nicht. Sollte eigentlich jetzt echt fix gehen. Ich muss nur wahrscheinlich kurz noch die Sachen. Kann man. Ah, nee, das kann der Bauhammer nicht. Das wäre voll cool, wenn man die magischen Kisten hat. Wenn man mit dem Bauhammer auch auf die magischen Kisten eigentlich zugreifen könnte. Das hätte was. Muss man nicht, also da kann man halt spontan gucken, wie sieht der Block aus, passt der dazu? Sonst muss man sich alle Blöcke, die man hat, einmal ins Inventar packen. Weil die anderen Überlebenden können ja drauf zugreifen. Wir auch, aber nur aus dem manuellen Handwerk. Das wäre mit dem Bauhammer, es hätte auch noch was. Fällt mir gerade auf, mit dem Bauhammer geht es gar nicht. Naja, gut. Ich stelle mal kurz die Dächer her. Steinziegedach. Ja. Und ich hole noch die anderen Sachen. Fachwerkblöcke hatte ich noch. Nur Fachwerkblöcke. Und den Stadtmauerblock für den Kamin. Ich glaube, ansonsten ist da oben nichts weiter. Das habe ich natürlich nicht mehr in meinem Inventar drin. Stadtmauer. Dann kann ich nämlich das Häusle fertig machen. Fachwerk. Ich sehe schon, wie ich gleich hier hinlaufe, weil ich doch irgendwas vergessen habe. Gut. Dann ist das so. Eventuell bräuchte ich noch ein Gerüst. Und was ich nicht vergessen darf, ich muss hier auch noch diese Überlappung von unten noch fertig bauen. Das habe ich nicht gemacht. Muss ich dann auch noch machen, damit es ordentlich ist. Aber ich beende erstmal das Dach. Ich finde das irgendwie immer am schwierigsten. Beziehungsweise, ja, es ist. Zumindest war es bei der Kräuterhütte. Es war halt auch komplizierter da drüben, ne? Sehr anstrengend. Naja. Die Dächer. Ich nehme mal das Zweierdach. Ja, ich nehme lieber das Zweierdach. Das ist mir sonst ein bisschen so blöd, weil ich glaube, ich muss dann relativ viel mal abreißen. Da kann ich besser mir das anschauen, wie es aussieht. Ja, das ist natürlich jetzt. So, ich glaube. Nee, noch eins hoch. So. Nee, eins raus. Nah dran und doch verfehlt. Ja, das ist jetzt zu weit raus, oder? Nee, jetzt ist es zu weit unten. Man muss nur das erste dann einmal, dann kann man ja wieder da. Dann ist es auf einmal wieder leichter, ne? Und dann kann man das Einrast wieder nehmen. Ja, aber das andere war doch nicht so weit, oder? Doch. Okay, dann nehme ich das so. Von oben. Bin ich gerade selbst irgendwie verwirrt. Ja, das kann ich auch noch mit am besten, ne? Ich glaube, das passt ganz gut. Andere Seite? Ah. Also am schwierigsten ist wirklich immer dieses Dach. So, jetzt unterschiedlich. Ja. Oha. Das wäre jetzt echt, also ich, so eine freie Kamera zum Bauen, das wäre wirklich ein Träumchen, ne?
Ich glaube, wenn man wirklich sehr, sehr viel baut, ich baue ja nicht so viel am Stück, ich gehe dann immer wieder erkunden, bauen, erkunden. Aber wenn man 50 Stunden am Stück baut, ist es, glaube ich, doch irgendwann ein bisschen anstrengend. Oder man hat es halt einfach raus, ne, wie die Kamera sich hier verhält. Dass man da ein bisschen weiter wegstehen muss. Naja, für alle Zeit der Welt. Ich weiß nicht, ob ich das so, wie doll ich das überlappen lassen möchte jetzt. Also Strohdächern finde ich das voll cool, wenn das so ein X dann am Ende macht. Aber da müssen halt diese Giebel das auch ordentlich machen. Ja, okay, ich glaube, so ist der Standard-Shit. Muss ich später mal schauen, wenn ich das Strohdach mal wieder verwende. Bei der Jägerhütte oder so. Das da irgendwie gut aussehen würde. Taste mich mal langsam daran. Um das ordentlich zu platzieren. Jetzt. Okay. Passt das auch von vorne? Hä, wenn ich bei mir sterbe, ist nicht so schlimm. Ja. Glaube, ich hätte jetzt auch genug Feuerstein, um notfalls auch dieses doppelte Dach zu machen, ne? Weil ich mir noch nicht sicher war, ob ich das diesmal hier genauso mache. Aber jetzt hätte ich auf jeden Fall genug Ressourcen. Das passt schon. Ich finde, das geht auch zu dem, passt auch zu dem Fachwerk. Die Mitte jetzt hier. Einmal mit den Fachwerkblöcken. Ich glaube, ich muss die kleinen Stufen nehmen. Sonst müsste ich da auch so viel abreißen. Man hat halt diese Luftlöcher, ich nenne sie mal Luftlöcher. Das ist halt so die Sache, weshalb ich noch nicht weiß, ob ich es dann so lasse oder ob ich es doch noch irgendwie ändere. Jetzt muss da oben genau eigentlich auch noch ein Block rein, ne? Aber ich glaube, jetzt ist das richtig auffällig, hier, wenn ich von unten hochgucke. Genau dort mittig kriege ich ja keinen Block rein. Sieht denn das aus? Also es würde an sich gehen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn da drin Licht brennt. Es würde natürlich sehr auffällig sein. Ich gucke mal, weil wenn ich einen normalen Mini-Einzelblock da reinpacke, ich kriege ihn halt ja nicht mittig. Darauf. Nutz mal kurz das Bücherregal. Aber doch, geht. Oder? Ah, nee, jetzt habe ich das einfach nur auf den einen und das muss jetzt. Nee, genau, das kann ich jetzt nicht so mittig hinpacken. Kurz schlafen gehen, sonst sehe ich das ja nicht. Ich habe schon 40 Minuten. Ich habe Level 32 gerade schon gehabt. Ich wollte nämlich gerade sagen, warum habe ich denn so viel Ausdauer? Also. Okay. Ich beschwere mich nicht, ne? Ich habe da gar nicht drauf geachtet, als wir beim letzten Mal dekoriert haben. Weil ich ja an sich auch noch gar nicht fertig bin. Mich gerade gewundert, wie lange ich denn schon nicht ausruhen kann. Genau, und ich glaube, da oben glitschen die Einböcke halt jetzt raus. Ja, der Plan war gut. Lief nicht so. Ja, genau, da glitscht es halt raus. Aber ich kann nicht nur hier so ein Doppeldach machen, ne? Ich muss es dann halt überall machen. Dann nehme ich die Blöcke erstmal weg.
und entscheide mich ganz am Ende, ob ich ein Doppeldach mache oder nicht. Weil es könnte ja so auch ganz gut klappen, ne? Weil sonst wärst du wieder drüben. Weil ich finde, dass da jetzt so eine Höcker rausgucken, das ist viel schlimmer. Er macht die erstmal wieder weg. Das war jetzt genau falsch. Es ist dann der Abzug für Kohlenstoffdioxid wegen den ganzen Fackeln, die wir hier haben. Ja. Ich gucke später mal, wie es generell aussieht. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm am Ende. So, hier geht das Dach weiter. Dann würde ich erstmal kurz den Kamin machen. Sonst vergesse ich das und darf es wieder irgendwie alles abreißen. Und sehe ich, wo der ist und lang geht. Ja. Theoretisch müsste man es nicht machen, aber wie gesagt, ich warte auf so ein aufs Rauchupdate. Sowas recht cool. Wenn man sich dann selber einräuchern kann auf einmal aus Versehen. Das kenne ich, glaube ich, gerade auch nur von Valheim. Naja. Ich weiß nicht genau, wie hoch. Ich würde es, glaube ich, 5 Blöcke erstmal nach oben bauen, den Kamin. Und dann schaue ich nach, wo sich das Dach trifft. Auf welcher Höhe. Ah. Ach, eigentlich finde ich es ganz gut, dass ich hier nicht die glattpolierten Blöcke benutze. Sonst langweilig, wenn man das für alles benutzt. Dass so eine Werkstatt halt ein bisschen gebrauchter aussieht. War mir erst einmal unsicher, aber eigentlich doch. Ja, ist okay. Ich glaube, ich muss das Endprodukt sehen, wie man so schön sagt. Wie sonst auch, und dann alles abreißen. So. Weiß nicht genau, wo es sich trifft. Ich gehe erstmal mit den großen Formen hier auf Angriff quasi. Das befreie ich gleich alles. Und man kann auf dem Dachboden nicht stehen. Ich hoffe, ich kann gleich noch kriechen auf dem Dachboden. Das wäre eigentlich ja, okay, wir können aber noch kriechen. Perfekt, dann ist es ganz cool, wenn man trotzdem eine Leiter nach oben baut und das als so Lagerraum benutzt. Na, wie sonst irgend so ein Müll seit 50 Jahren auf dem Dachboden liegt. So Zeitung oder so. Die kommen alle nach oben. Ich habe gerade mein gesamtes Becherding umgekippt. Ich brauche mal kurz 5 Minuten. Nee, weniger. Ich hoffe, jetzt klappt's. Ohne, dass das hier ausflippt. Ja, vielleicht sieht es ein. Ich glaube, das läuft. Vielleicht passiert ab und zu was Komisches, weil dann der Kontakt sich gerade denkt, ich drücke eine Taste, aber funktioniert schon. Was habe ich gemacht? Das Dach, und dann bin ich runtergefallen. Da war ich. Und hier lugt auch noch was raus. Und das Dach befreie ich, den Schornstein befreie ich jetzt. Ne? Einfach mal kurz zwischendurch die Tastatur sauber machen und Schreibtisch. Das macht man so. Das ist man dann gezwungen, einmal sauber zu machen. Das kann man nicht mehr weiter zocken. Oh, ist schon frei. Okay, jetzt muss ich hier nur das doppelte Ding irgendwie kürzen.
Aber ich dachte, ich mache das mal kurz mit diesen großen, großflächigen Dächern. Macht das an sich ungern, wenn man immer Sachen wegnehmen muss, weil ich weiß ich nicht, ich schaffe dann immer alles andere wegzunehmen und abzubauen, was ich nicht abbauen möchte von Blöcken. Nee, ich könnte, wenn die Tastatur jetzt hin wäre, ja auch safe fixen. So ist es nicht. Ich könnte auch einfach die andere nehmen. Ich habe und die trocknen lassen, aber es funktioniert. Ist ja auch, ist ja eine. Wenn man aber halt irgendwie eine Tastatur gewohnt ist. Ja, gut. Sie funktioniert ja. Seht ihr? 0,3 Liter Wasser. Die hat überlebt. Ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn es Cola wäre. Das wäre dann wahrscheinlich was anderes. Dann hätte ich definitiv erstmal gewechselt, die Tastatur, weil dann fände ich es echt etwas nicht so schön. Ich bin jetzt nicht so pingelig, aber manchmal schon. Ganz, ganz selten. Hier guckt auch noch was raus. Nee. Ich das von unten was gewonnen. Gucken da an der Seite. Da oben. Guckt Fachwerk raus. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt bekomme. Naja, ich gehe von oben. Ah, ich glaube. Ah, ich weiß warum. Das hatte ich gebaut gehabt, weil ich am Anfang dachte, ich würde hier vielleicht so ein Mini-Gaupen-Ding oder ähnliches nochmal bauen. Ist aber nicht, weil ich keinen Platz habe. Ich bin echt so froh, das Gerüst zu holen. Gut, ich mach mal kurz das Fenster weg. Das Dach weg. So. Weit weg? Ja. Geht halt nur noch das Dach wieder hinpacken. Kriege ich mit diesen Einer-Dächern-Dinger übrigens gar nicht hin. Ne? Das ist immer, da mache ich alles Mögliche, aber nicht das, was ich möchte. Einmal reparieren. So. Ja. Jetzt passt das wieder. Und den Kamin würde ich jetzt wahrscheinlich noch zwei Blöcke hochsetzen. Ich glaube, zwei sollte reichen. Sonst sieht es vielleicht auch wieder ein bisschen komisch aus. So ein Bauen vertieft, ne? Ich glaube doch, aber ab sofort lieber, wenn ich streame und zocke, so eine Flasche zum Zudrehen. Ich glaube, ist ganz gut. Wäre besser. Hier muss ich mal kurz schauen. Das Dach. Überleg gerade, wie weit. Ich baue das, glaube ich, noch rein. Bis zu diesem Boden. Und man könnte halt, wir kommen hier nur im Kriechen hoch, aber halt hier dann auch runter, beziehungsweise hoch. Ich könnte auch hier das mit der Leiter machen. Das Problem ist, ich komme niemals hoch, weil wenn ich hoch möchte, stehe ich und ich kann nicht eine Leiter hochgehen und danach sagen, bitte schleichen. Oder geduckt laufen, wie auch immer. Ja, ich baue das hier noch zwei Blöcke. Oder einen. Mal schauen. Aber dann ist die Leiter einfach nur Deko, wenn ich nicht hochkomme. In der Theorie würde man sich ja auch nicht so anstellen. Oder? Würde ich denken. Außer man hat keinen Bock auf den Dachboden zu gehen, um da irgendwelche Sachen zu holen. Dann ist es natürlich was anderes, die Weihnachtsdeko oder so. Noch eins. Ja.
Und hier kommt dann das Dach hoch. Ich muss das von innen halt trotzdem gleich irgendwie wegblöckeln. Und dann frage ich mich auch, wie man das hier nennen soll. Ich baue das, glaube ich, erstmal durchgehend und dann nehme ich die Sachen weg. Das ist ja echt ein bisschen Detail. Ich muss erstmal was Komisches machen und dann habe ich mal. Ich habe ja mal gesagt, ich liebe Dächer. Die sind immer so unkompliziert. Wie es daraus kriegt, irgendwann baue ich hier wirklich ein Haus mit einem Flachdach hin. Sag's euch. Und von drinnen, jetzt komme ich ja nochmal rein, dass ich innen das wieder aushöhlen kann. Ich mache erstmal hier draußen ein bisschen ordentlicher. So, das würde ich hier auf jeden Fall funzen. Das wäre eh zu weit. Wenn eigentlich auch noch immer zu weit. Ja. Und jetzt von drinnen. Oha. Mit der Baumdeko. Ich stehe auf, nachdem ich. Okay. Man steht halt automatisch auf, nachdem man irgendwie so ein. Hey, gerade eben kam ich doch noch hier runter, so einen Bauschritt gemacht hat. Achso, weil mir hier andere Blöcke im Weg sind. Okay. Wieso ist das jetzt so weit? Ah, perfekt. Endlich meine gute Aussicht hier. Jetzt sehe ich das mal. Und jetzt gleich sehe ich von außen, dass irgendwas dann gleich schief gelaufen. Dachdach passt optisch irgendwie nicht. Wird aber schneller gehen. Ja, theoretisch ja. Habe ich ja noch kein Flachdach. Ja, aber unkomplizierter. Aber ich konnte doch vorne, habe ich einmal ausgetestet, wie das war, und ich konnte hier wirklich reinlaufen. Ich verstehe jetzt gar nicht, warum das jetzt nicht geht. Vorhin konnte ich einmal geradezu hier reinlaufen. Kann ich mich rein sliden? Nee. Auch nicht. Nee, ist jetzt ein bisschen blöde. Ist ein Kriechmodus. So sehe ich nichts. Hat Löcher rein? Ja. Also theoretisch könnte man schon auf den Dachboden rauf, ne? Das ist jetzt hier freigemacht. Aber ich konnte doch vorhin, habe ich doch getestet. Und ich konnte da lang. Und jetzt geht's nicht mehr. Habe ich doch gerade eben ausprobiert. War ich das so krass versetzt? Nee, es ist dieselbe Höhe. Komisch. Komisch. Naja. Probier das nachher. Also ich gucke gleich nochmal, wenn ich hier ein Stück gebaut habe. Vielleicht liegt es irgendwie an dem Mini-Gaupen-Ding. Ich hatte ja eigentlich vorhin geschaut gehabt und es hat geklappt. Wer weiß, vielleicht ist irgendwo genau ein Block im Weg.
sich natürlich wieder treffen. Wahrscheinlich wieder was wegmachen. Nö, passt. Ich glaube, ich hätte gar nicht so viel Feuerstein besorgen müssen. Ne? So viel brauchen wir halt echt gar nicht. Naja. Ich dachte, ich eskaliere richtig mit den Dächern. Nee, das war zu tief. Das Feuersteindach setzt halt immer noch unten so was Kleines ran, ne? Jetzt passt das aber nicht. Das ist nicht bündig abgeschlossen. Und dann ist es soweit. Bestimmt war es um 1 Millimeter nicht. Oder guckt genau da der Stein gerade weiter raus, der eine. Ja, okay, die eine Platte guckt so ein bisschen weiter raus. Ich finde auch, das Feuersteindach hat was von so einem Schieferdach. Die finde ich an sich voll cool, diese Schieferplatten. Ich finde das voll fancy. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass meine Großeltern hatten in so einem Haus gewohnt gehabt. Und es hatte immer was. Und für mich sieht es halt so aus, bloß ein bisschen, naja, unstrukturiert halt. Weil es nicht so perfekt gerade ist, sondern so durcheinander noch. Ich habe mich hier scheinbar auf der Seite ein bisschen vertan. Aber hier guckt einfach alles einmal raus. Ups. Das behebe ich gleich. Was ist hier? Ach so, der Dachboden. Naja, das muss ich auch nochmal alles wegnehmen. Der gestaltet sich jetzt natürlich wieder etwas schwierig. Ich nichts sehe. Okay, doch. Könnte ich jetzt... Ach, jetzt kann ich hier... Hier ist irgendwas. Da, der da ist es. Ah, Übeltäterblock gefunden. Ich kann auch auf mein Dach wohnen. Und ich laufe sogar. Ich bin gar nicht selber in den Kriegsmodus gegangen. Ja, schon. Dann könnte ich hier vielleicht noch das ein bisschen freihauen. Perfekt. Sehe ich ja jetzt. Und hier kommt dann die Leiter hin. Ja, ich müsste jetzt eigentlich von außen das Dach. Also hat es doch, ich wollte nämlich gerade sagen, ich bin auch vorhin da schon einmal lange gegangen, geduckt. Also ordentlich von der Seite. Das ist natürlich jetzt praktisch hier. Und hier muss ich auch dann einmal abschließen. Mit den Fachsteinblöckchen. Das mache ich aber, glaube ich, das wollte ich nicht, einzeln. Ich glaube, da ist ein bisschen Wasser in der Tastatur. Das ist meine Tastatur, ist kurz bei dem Rave. Passt schon. Sag ich, hä? Ja, gut. Noch eins ist, glaube ich, zu weit. Ist aber hier raus. Und mir das von außen angucken. Das ist natürlich jetzt perfekte Bauvorschriften hier. Sehe ich natürlich wieder nicht. Guckt es da raus? Ja. Okay, das muss ich wegnehmen, genauso wie dort. Komme ich da ran?
würde ich auch, wie gesagt, diese Ego-Perspektive wirklich gerne nehmen. Das nicht? Ja, und so. Okay. Die habe ich gefunden. Und das andere mache ich dann von der normalen Etage aus. Kriege ich vielleicht sogar den Fachsteinblock? Fachwerkblock? Nee, ne? Da muss ich wirklich reingehen. Dann mache ich erst das Dach fertig und dann mache ich das von drinnen. Es ging aber jetzt schon schneller als da drüben. Aber da drüben ist ja auch ein verwinkelter Hardcore-Dachboden. Ich nenne den jetzt so. Für mich war der schon Hardcore. Vielleicht auch wieder so eine kleine Ansichtssache, aber ja, gut. Würde ganz gerne meine Alt-Taste nicht so gut benutzen. Das ist richtig gut. Wie gut, dass ich dann doch mit dem Bauen, ne, und gleich nur noch die anderen Sachen mache. Ich hätte aber ganz gern die Dächer. Oha. Wieso passiert mir eigentlich immer sowas? Meiner Tastatur kurz mal einen Aussetzer beschere. Ah ja. Nee, das war jetzt etwas von der Höhe nicht optimal. Jetzt. Was verschoben? Ist irgendwie. Nee, auf der Seite ist einfach nur zu weit. Das ist das andere, ne? Du musst erkennen, bist du richtig oder nicht neuer Ort kartiert, null Marker hinzugefügt. Ich drücke die 1. Also ich drücke wirklich die 1. Ich habe die schon ausgewählt, ne? Und dann kommt einfach neuer Ort kartiert. Null Marker hinzugefügt. Ich habe ja auch wirklich nichts entdeckt. Was passiert, wenn ich die 2 klicke? Dann kommt es auch bloß ohne Bezeichnung. Ach so, die funktioniert auch nicht. Ich komme so nicht mehr auf die 2. Oha. Das habe ich richtig gut gemacht. Was habe ich denn hier gemacht? Ich habe mir alles geschrottet. Alter. Habe ich meine gesamte Tastatur umgestellt oder was ist jetzt passiert? Jetzt funktioniert meine Alt-Taste gar nicht mehr. Hallo. Ja gut. Weghauen kann ich aber noch. Und jetzt gleich gucke ich mal kurz, dann repariere ich das einmal. Weil ich glaube, irgendwas ist hier gerade komplett verschoben. Von meiner Tastatur. Dass ich die eine erstmal gefunden habe. Was ist das denn? Ich glaub's ja, ich wollte bauen. So kann ich jetzt definitiv nicht mehr bauen. Funktioniert mein Gleiter noch? Kurz schlafen. Kurz schlafen gehen. Neue Tastatur ist am Start. Ersatztastatur. Ich mag sie nicht. Die ist doof. Die andere ist besser. Aber mal gucken. Ich lasse meine jetzt noch übers Wochenende Zeit, sich zu beruhigen. Nennen wir es mal so. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Wasser drinne. Also so Mikroliterchen wahrscheinlich am Ende, ne? Da ist auf jeden Fall was kaputt gegangen. Ich kann den nicht verwenden. Ja. Aber mal schauen. Mal schauen, wenn ich mir diese Tastatur, die ich hatte, neu kaufen muss, dann habe ich die erst ab Juni oder so. Kann ich mir gerade nicht leisten. Deshalb habe ich jetzt so eine doofe Ersatztastatur. Aber ich mag das nicht, diese. Das fühlt sich auch zum Schreiben einfach blöd an. Wenn ich so schreibe, ich mache auch voll viel so Fehler, weil ich die Tasten daneben aus Versehen drücke und so. Und das fühlt sich einfach nicht schön an. Also wenn man recht viel auch schreibt oder so, das ist einfach blöd, wenn man da so seine Tastatur hat. Also man merkt schon, es gibt eine Qualität bei Tastaturen, ne? Es gibt eine Qualität.
Nur so, na, so. Aber mal gucken, vielleicht fängt sie sich ja noch, weil es war ja nur Wasser und ich hoffe, ich habe da irgendwie noch mal Glück. Du brauchst noch eine coolere Tastaturfalle, kannst dich nicht entscheiden. Ich würde mir meine halt auch noch mal wiederholen, ne? Die ist nur arschteuer, obwohl ich gesehen habe, das auch gibt es auch noch mal runter, jetzt billiger. Aber ich war mit der sehr zufrieden und die hat auch 5, 6 Jahre gut gehalten. Ich habe damals schon auf die Tastatur gespart gehabt. Gibt es noch immer. Aber wahrscheinlich irgendein neueres Modell. Aber die gibt es noch auf jeden Fall noch. Und ich fand die recht gut. Mit der war ich sehr zufrieden. Man konnte halt so, ne, die. Ich fand sie schick, jeder hat so seins mit Tastaturen. Jetzt nehme ich erstmal meinen Ersatz. Döns hier, ja, mal gucken. Mal schauen. Also, ja. Ich wollte nur sagen, Ersatztastatur ist am Start. Ich mache aber mit dem Bauen weiter. Das Dächern habe ich ja hier fertig gemacht. Und mein Ding war jetzt, also mein Ding, das, was ich fertig machen wollte, war die Raumausstattung hier. Also hier kommt noch eine kleine Miniwand rein, so ein kleines Lager. Und das gleiche noch bei der Kräuterhütte und den, theoretisch den Gang zu dem Lager. Zu dem Feng Shui-Lager. Das möchte ich machen und danach in die Wüste mal gucken, mal so klupschen, was es da so gibt. Dachte, es ist vielleicht ganz passend. So, die Sachen habe ich auch noch dabei. Passt schon. Würde ich wahrscheinlich. Ja, doch hier in der Mitte könnte ich eine Wand setzen und dann würde ich wahrscheinlich mit den einzelnen Blöckchen starten. Ja. Passt schon. Ich weiß ja nicht, ob es oben rausklitscht, ne? Eigentlich nicht. Eventuell. Auf die Höhe von dem Gang. Ich sehe das halt so schlecht, ne? Hier. Ja. Perfekt. Perfekt. Und das andere mache ich jetzt. Ich mache das mit den einzelnen Dingern. Ich bin damit schneller, als wenn ich gleich aufs Dach wieder kraxeln darf und dann das weghauen. Die kleinen Blöcke, die da irgendwie rüberragen. Ja. Na, mal gucken. Nee, aber ich hatte erst überlegt, die Jägerhütte noch zu machen. Ich aber nicht. Ich würde, wenn ich dann die Raumaufteilung hier fertig gemacht habe, erstmal in die Wüste gehen. Also Raumaufteilung auch von der Kräuterhütte, da würde ich auch noch ein Schlafzimmer und ein Bad reinbauen, was ich vorhatte. Also es ist eher Innenraumdeko heute, würde ich es nennen. Würde ich mal so nennen. Genau. Und bei den anderen Sachen, wie gesagt, habe ich mich noch nicht entschieden, ob ich das jetzt irgendwie offline mache oder so. Oder nicht, wenn ich baue. Kommt drauf an, worauf ich so Bock habe. Weil die Bausachen halt eher mal diese Podcast-Sachen sind, ne? Ich weiß nicht, wie sehr das jemand stört oder nicht, wenn nicht so viel Action ist. Sag ich, fall vom Dach runter oder so. Dann ist da ein bisschen mehr Action. Das ist jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, ne? Weil ich kann. Nee, ich versetze es weiter rein. Weil hier Fässer hinzustellen. Gefällt mir nicht. Sieht nicht gut aus. Nee, nee. Da komme ich ja nicht mehr dran vorbei. Also nicht bündig, upsie, nicht bündig zu der anderen Wand hier, sondern nochmal ein bisschen reinversetzt. Ich würde es auch nicht nochmal mit den Regalen machen, wie ich das unten gemacht habe in dem Raum. Im Erdgeschoss, sondern wirklich einfach reinversetzen. Auf dem Dachboden ist das ja auch manchmal so ein bisschen verwurschtelter. Nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Habe heute auch ein bisschen zu spät angefangen. Ich musste noch was rendern. Sorry. Ich habe mich vielleicht, nachdem ich das eine Spiel beendet habe und das andere Spiel mal wieder gestartet habe, vielleicht kurz etwas verloren in einer anderen Gaming-Welt. Und habe wieder einen möglichen Bullshit gemacht. Und er hat dann die Zeit aus dem Blick verloren. Dabei wollte ich nur kurz da rein, aber. Heute geht lang. Eigentlich.
Eigentlich. Ich sag eigentlich, weil ich weiß nicht, was mit der Tastatur passiert und ich weiß nicht. Weiß ich nicht, was passiert. Einfach sicherheitshalber. Ich habe ja diesmal eine Flasche stehen mit Deckel drauf. Dass mir nicht nochmal irgendwie die Wasser umfällt oder so. Nee, Sounds of the Frost habe ich nicht getestet. Ich habe Kingdom Come wieder gestartet. Ich bin ja mit Gothic 3 durch. Alle drei Dinge habe ich gemacht. Bin durch. Dann habe ich Risen installiert. Habe ich aber noch nicht gestartet, weil ich mir noch nicht sicher war, wie ich jetzt weiter vorgehen möchte. Und dann dachte ich, okay, Kingdom Come, und ich bin da gerade wieder so drin gewesen. Und ich musste so lachen wegen diesem eingeschränkten Modus auf YouTube. Meine ganzen, bis auf eine Kingdom Come-Folge, sind ja da, aber meine Enshrouded-Folgen sind alle nicht jugendfrei. Aber die fast so gut wie alle Kingdom Come-Folgen, dann bin ich so in Kingdom Come drin. Wörter mit B, Wörter mit H, Wörter mit SCH, Wörter, weiß ich nicht, so Hund und so, was da alles für Beleidigungen kommen. Nicht von mir, von den NPCs, ne? Was generell. Und was man sieht, lass mir das Kingdom Come Deliverance, ja. Aber Enshrouded ist nicht jugendfrei. Kingdom Come schon. Merkt euch das. Ich war nur so geschockt in dem Moment, weil das eine hatte ich ja dann auch mal bei mir nachgeguckt gehabt, ne? Und dann bin ich in diesem Game, dann starte ich das heute mal wieder nach Wochen, weil ich das eigentlich auch wirklich weitermachen wollte, war auch direkt wieder, ging fest. War etwas verwirrt dann in dem Moment. Und wegen, ach ja, hier kamen etwas deutlichere Wörter. Nennen wir es so, war lustig. Naja, mal gucken, wie lang. Mal gucken, ne? Mal schauen. Je nachdem, vielleicht kippe ich ja nochmal Wasser über meiner Tastatur. Aber morgen streame ich nicht. Da muss ich einen anderen Scheiß fertig machen. Und Sonntag halt spontan, je nachdem, wie weit ich Samstag mit meinem Kram fertig werde. Aber es kann auch sein, dass das was anderes wird, das weiß ich nicht. Ich wollte ja ab und zu wieder so kleinere Sachen machen. Games starten. Die halt ein Stream sind oder so, ne? Ich möchte nicht zu viele Großprojekte haben. Das finde ich immer blöd. Dann hat man zwei, drei Großprojekte und manchmal ist es ganz cool, so was Kleines für zwischendrin, wo man, weiß ich nicht, auch mit euch quatschen kann oder so, ne? Was ich beim Bauen grundsätzlich mache, weil Bauen ist Podcast. Ja. Deshalb, na. Mal gucken. Mal gucken. Ich bin mir da auch noch nicht ganz so sicher, mit welche Games und so. Ich kann mich da immer nicht so entscheiden. Oder welche Mods kommt immer drauf an, ne? Das glaube ich passt. Ja. Dann kann ich hier ein Bücherregal übrigens, um mal wieder zum Bauen zu kommen, hinstellen und hier kommen die ganzen Fächer hin. Fässer hin. Ich glaube, das ist okay. Und die Leiter muss ich noch bauen. Hier, einfach nur als. Ich weiß nicht, ob ich noch da hochkomme. Theoretisch könnte man da ja lang. Der eingeschränkte Modus bei YouTube filtert. Der filtert richtig random. Wie gesagt, ich bin da verwirrt, dass Kingdom Come halt drinne ist und Enshrouded nicht. Und jetzt, und die Folgen, wo ich mich bei Kingdom Come aufgeregt habe, sind drinne. Ne? Oder Gothic komplett auch drinne. Und da habe ich mich viel, ich habe mich bei anderen Folgen auch ab und zu mal viel stärker aufgeregt, als wenn hier mal was bei Enshrouded war. Ach, ich wollte zum Schreiner. Seht ihr, ich bin so verwirrt, weil der Schreiner ja jetzt hier ist. Ich habe ihn angeguckt und nicht wahrgenommen. Das ist natürlich richtig gemein. Ach ja. Ich brauche, warum habe ich hier gefühlt Nägel? Erstmal brauche ich Nägel. Dann, ich mache mal direkt 1 Million. Irgendwie habe ich immer so ein Problem mit Nägeln hier. Okay, sollte erstmal reichen. Aber ich brauche das ja noch für die Deko, für die Hütte gegenüber. Deshalb dachte ich, mehr ist besser. Fangen wir an mit den Fässern und diesen anderen komischen Kisten. Wo war das? Diverses war das, ne? Ja. Ich nehme mal ein paar mehr. Ich meine, fast ohne Leiter. Kann ich nur so eine Leiter? Ich habe, glaube ich, schon in irgendeiner Hütte mal eine andere Leiter gesehen. Ich will, dass er eine Aufgabe hat. Ich vermisse es. Juhu. Ich vermisse das.
Dann da. Erstmal, ich hoffe, ich kann an der Leiter dann gleich noch dran vorbeilaufen. Jetzt kann ich den natürlich nicht so gut platzieren, ne? Wenn ich die hier hinpacke. Ich komme noch drum herum. Ja. Mal schauen. Oha. Ich kann den Dachboden sogar betreten. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, ich muss so tun, als ob. Es ist zwar ein bisschen blöd, dass sie hier so in der Mitte ist. Aber es ist eine Handwerkshäusle, ne? Da ist alles so ein kleines bisschen kuscheliger. Ich mag das, juhu. Ich baue das auch noch ein. Irgendwann habe ich ja ganz viel Zeit, um mich um so andere Sachen noch zu kümmern, die ich so vorhab, die so auf diversen Listen stehen. Naja, egal. Mache ich erstmal hier so ein kleines Lager hin. Ich würde auch ganz gerne diese Bilder bauen können. Kann ich noch eine Kiste? Nee, ein Fass kann ich leider nicht oben raufpacken. Neuer Follower, Lördi, juhu. Nee, wollte ich, glaube ich, mit den Punkten machen. Mit den Kanalpunkten. Weil ich habe ja generell keinen Follower-Alert drin. Weil ich es bei anderen Streams nicht leiden kann. Also ich mache nichts rein, was ich persönlich nicht leiden kann bei meinen Streams. Ich habe auch überlegt, was anderes übrigens rauszunehmen. Ja. Also ich würde niemals was reinmachen, was ich nicht mag. Also es ist Ansichtssache. Aber wieso sollte ich bei mir was reinpacken, was ich auch bei... Also was ich schon nicht mag. Ne? Und da bin ich ein bisschen anders. Es ist schwierig. Aber ich habe es überlegt für was an. So, dass man es halt mit diesen Punkten auslösen kann. Ne? Wenn der Zeitpunkt gut passt. Mit... 5 Sachen möchte ich gerne drin haben. Sind aus 5 verschiedenen Games. Und ansonsten meine Stronghold-Sachen. Die mir direkt in den Kopf reinkommen bei bestimmten Situationen. Die dann niemand versteht, aber braucht auch meinen Spaß, ne? Je minimalistischer das Overlay, umso besser. Das auch. Aber ich bin ja so eine Person, ich bin ja immer stumm in einem Stream, auch in anderen Streams und sowas. Und ich persönlich mag es auch nicht, wenn da dann erstens alles losgeht und zweitens, wenn dann dein Name überall steht. Ich mag das nicht, gebe ich ganz ehrlich zu. Das ist für mich dann auch nicht lurkerfreundlich oder ähnliches. Deshalb habe ich sowas auch nicht dran, weil ich würde es nicht wollen und dann mache ich das bei mir auch nicht rein. Genau. Nee, aber das ist halt mit Kanalpunkten, aber auch nur ab und zu, dass man es auslösen kann. Und das ist auch nervig, ne? Aber schon so in passenden Situationen für, wenn man mal möchte. Wie gesagt, bin ich noch mal überlegen, wie ich das umsetze. Weil, ja, ich manche Sachen halt auch nicht so cool finde. Persönlich. Ich weiß, da scheiden sich die Geister, ne? Jeder seins, aber wie gesagt, es ist halt, jeder hat so seine persönlichen Sachen. Habe ja kein Problem, wenn hier irgendwas so, ne? Aber ich habe ein Problem damit, wenn mein Name auf einmal überall so auftaucht, wo du nur ein Follow gemacht hast. Deshalb, manchen folge ich erst, wenn sie offline sind, wenn ich danach dran denke. Weil die meisten Leute haben diesen Follower-Alert übrigens dran, das ist mir aufgefallen. Also, kam mir bisher so vor, dass es die meisten dran haben. Ich hatte das noch nie drin, weil es mich schon immer gestört hat. Ja. Deshalb, wenn ich dran denke, folge ich den Leuten dann danach. Ich bin da ein bisschen anders, wisst ihr doch. Genau, ich packe hier trotzdem Regale hin. Ich werde da noch nichts reinpacken, weil ich gerne dann die anderen Deko-Sachen hätte, sobald es kommt, dass man, wie gesagt, nicht nur Bücher reinpacken kann, sondern auch anderes Gedöns. Bronzebahn oder so, keine Ahnung. Was der Schmied halt ganz gerne in seinem Schlafzimmer hat. Es war komisch formuliert, aber ihr wisst, was ich meine. Und ein paar Ledersachen. Nein. Okay. Ja.
Doch, ich finde so, so ist es so eigentlich ganz cool hier, dass das Licht nur hier ist. Dann würde ich aber. Ah, und hier nur das Licht von der Treppe. Eigentlich auch mega cool. So ein bisschen indirekter gehalten. Und hier drin hatte ich auch ein Licht, ne? Ja. Ne, perfekt. Finde ich ganz cool. Hier könnte halt noch ein Licht hin. Und hier ist es halt ganz hell, bis auf die Ecke da hinten. Wird ja auch gearbeitet, Tag und Nacht. Dass man auch was sieht. Nö, finde ich ganz gut gerade oben mit dem einen indirekten Licht. Ich hoffe, ich kriege das dann drüben in der Hütte auch so gut hin. Ich hätte gern das normale. Wenn ich erstmal die Kerze hergestellt habe. Ja, das ist. Licht. Da. Wenn ich Garn habe. Mach mal gleich mehr. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht. Manchmal, aber nur manchmal. Nein, ja, das ist schwierig. So. Ich mach mal. So, gleich mehrere Kerzen. Brauch bestimmt welche für drüben. Bestimmt. Ich finde die halt immer noch mit am besten, ne? Für so ein bisschen Licht. Diese normale Wandhalterung. Und wo man her, was weiß ich, machen kann. Aber die Fackeln sind halt ein bisschen viel, je nachdem, wo man die hinplatziert. Direkt hier auf den Voll. Ja. So, perfekt. Ich glaube, so. So wollte ich das haben. So passt es. Und die restliche Deko komme ich dann, wenn ich noch was anderes außer Bücher hinpacken kann. Oder Teller. Einfach in jedes Regal nur Bücher und Teller packen. Nee, gefällt mir. Hier draußen vielleicht? Na doch, nee, hier draußen, wartet mal. Eine Außenbeleuchtung brauche ich noch. Das geht so ja gar nicht. Glühwürmchen. Da. Ich brauche Glühwürmchen. Oha. Das ist natürlich eine schwierigere Geschichte jetzt. Glühwürmchen zu besorgen. Da muss ich hier irgendwie unterwegs sein, wenn ich nochmal irgendwie Ressourcen besorge. Nee, ich finde für draußen die Glühwürmchen-Sachen ganz cool. Und dann fliegen hier auch kleine Glühwürmchen rum. Finde ich ganz passend. Ich besorge da noch ein Glühwürmchen. Mir fehlt genau eins, ne? Oder habe ich hier drüben noch was übrig? Mal. Nee, hier habe ich nur die Hängenden, ne? Ja, nur die Hängenden. Okay. Ich bin soweit. Ich weiß, da hinten fehlt noch was bei der Hütte. Das mache ich, wenn Zell ist. Würde jetzt einfach. Ach, ich leg mich schlafen. Ich mache das direkt. Bevor ich in der Kräuterhütte versinke, während ich die dekoriere. Würde ich einmal das Steinding da bei der Außenmauer beenden, damit das ordentlich ist. Und einen Zaun bauen für den Außenarbeitsbereich. Den habe ich ja da auch noch gar nicht gemacht. Also ich meine nicht das da, sondern hier mit dem Kohleofen und so. Wollte ich ja so einen kleinen Arbeitsbereich draußen noch gestalten. Das sieht mit den Fenstern jetzt ein bisschen komisch aus, ne? Weil die nicht mittig sind. Naja. In dem Raum sind sie mittig. Das muss so. Nee, hier das Steinding muss ich einmal nochmal erweitern. Das hatte ich auch noch nicht gemacht gehabt. Seht, ich weiß doch ungefähr, was ich hier noch vorhatte. Und ich würde das wirklich einzäunen, den Außenbereich, mit den Kupfersachen, die es da gibt, den Kupferzäunen. Ich glaube, das passt ganz gut. Dann. Genau, einmal hier. Eventuell habe ich auch noch Farmerde oder Blumenerde, je nachdem, vorhanden. Damit ich auch noch Deko an das
ausmalen kann. Also diese Efeu-Sachen und so. Und die Blümchen vorne. Vorne möchte ich trotzdem Blümchen haben. Das Haus kriegt keine Blumenkästen, ne? Das ist, ist ein Werkstatthäusle. Aber unten hätte ich es ganz gerne, wie so ein, nicht Vorgarten, aber fände ich ein bisschen schöner. Fände ich cool. Wenn ich hoffentlich Blumenerde habe, besorge ich die noch. Ist ja gar kein Problem. So. Genau, und ich wollte das halt so ein extra Block haben. Ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn das hier so als ein so ein Teil rausragt. Ne? Das Fundament wieder wollte ich halt um eins größer haben, weil ich hier mit dem Efeu gerne was arbeiten möchte. Wo habe ich nach dem, wie man das jetzt bezeichnen möchte. Ich habe keinen Stadtmauerblock mehr. Kann nicht sein. Habe ich dich davon? Oha. Ich dachte, ich habe eine Million gemacht. Übertrieben, ich weiß. Okay, ich hab doch genügend. Genügend Steine. Gerade noch so. Obwohl, ich überlege gerade. Ich glaube. Na doch, vielleicht als Fundament für die Jagdhütte. Könnte ich den Stadtmauerblock noch gebrauchen, aber ansonsten. Wüsste ich nicht. Ob ich die nochmal. Für das Haupthaus benutze ich was anderes. Dieses ganz schicke und edle Zeug. Deshalb gerade schwierig zu sagen. Ich konnte auch da gerade reinbauen, ich würde auch gerade sagen. Ich glaube, Blumenerde hatte ich nicht mehr. Die muss ich holen. Ich weiß auch wo, aber ich muss hinfliegen von der Warte aus. Ich glaube, das mache ich offline. Mal schauen. Aber ich denke schon, wenn ich da jetzt nichts habe, weil das ein bisschen zählt zu der Außendeko. Ich wollte ja hier dann so einen kleinen Garten machen und dann hat man so einen Weg, wo die Häuser auch noch verbunden sind. Und nicht, dass sie nicht nur über den Keller verbunden sind, sondern auch draußen mit so einem ganz normalen Weggedöns. Warum hatte ich hier die Burgmauer erwendet? War das Absicht? Sieht ja auch ein bisschen komisch dann aus. Nicht hinterfragen, ersetzen. Jetzt habe ich hier genau einen. Das muss leider noch. Ah, das Efeu mache ich hier direkt weg, ne? Ach nee. Passt. Genau, eine so eine Stufe nach vorne. Ich habe hier schon ein bisschen Deko hängen, ne? Oh, das war etwas zu tief. Eigentlich müsste ich da noch so eine Eingangsmatte hier hinlegen. Füße einmal abtreten. Treten. Nicht Schuhe ausziehen, aber hier so. Ihr wisst schon, was heißt doch? Heißt es abtreten? Austreten? Wenn man so eine Fußmatte hat und man pusht einfach nur seine Schuhe da dran ab. Ich weiß nicht gerade, wie dieses Wort dazu heißt. Kurz ein Blackout. Treten hört sich gerade irgendwie nicht richtig an. Naja. So passt es. Jetzt passt es auch von dem Gestein. Hätte das andere verwendet gehabt. Ja, die Hütte ist quasi eine Außendeko. Der Teil fertig. Das hier mache ich jetzt aber noch. Auch hier so eine kleine Treppe rein. Also runter. Und dann kommt hier so eine kleine Deko hin. Und zwar schwebt hier was? Ach nee, hier ist ein Loch. Schrecklich gearbeitet. Schrecklich.
Ich brauche Kupferzäune. Kupferzäune. Mal schauen, wie oft ich noch zu diesem komischen Baucontainer renne. Sehr oft. Sehr oft. Bei ihm oder beim Schmied mit den Zäunen? Beim Schmied, ne? Ich glaube, der Schmied hatte die Kupferzäune. Oder vielleicht kann ich sogar was aus Bronze machen, aber ich fand die Kupferzäune für den Garten bisher am schönsten. Wenn man unten so ein kleines Steinmäuerchen macht. Nee, ich kann doch nur Kupfer. Ich mach mal 8. Ich kann sie ja wieder benutzen, ne? Also ich habe 100 noch was Kupferbahn. Hab das Zeug ja auch besorgt. Aber nicht, dass ich es nachher für was anderes brauche. Deko und so, ne? Hier. Da möchte ich gerne eine kleine Treppe machen. Finde ich voll cool zwischen dem Haus und dem. Oh. Könnte vielleicht ganz, ganz schick aussehen. Dafür würde ich sogar. Überleg gerade, eigentlich gerne einen anderen Block nehmen. Den normalen chromen Steinblock. Das könnte ganz cool aussehen. Also diesen, den man am Anfang bekommt, glaube ich. Davon habe ich was, bevor ich das schon wieder einmal weghau. Also ich nehme mal kurz die Burgmauer auch mit, weil das könnte. Oder jetzt auch nicht schlecht aussehen, ne? Normal. Ich nehme einfach nochmal alle Steinblöcke mit. Was soll der Geiz? Ich hätte übrigens noch Stadtmauersachen gehabt. Ja. Ich nehme auch mal Kalkstein nochmal mit. Ich gucke mir das nochmal an, was jetzt schön aussieht. Also der Schicker. Nee, der Schicker auf gar keinen Fall. Das passt gar nicht. Also das weiß ich schon. Das würde doch echt komisch aussehen. Ich glaube, dieses ganz schicke und edle Zeug, das werde ich alles nur bei dem Haupthaus verwenden. Oder ein Teil bei dem Turm. Oder Haus. Mal gucken für Balthasar dann. Ich habe mich noch mal nicht entschieden, ne? Stadtmauer auf jeden Fall nicht. Ich gucke erstmal meine Essie, dieser grob geschnittene Steinblock, den man am Anfang halt auf jeden Fall hat. Einmal an. Müsste hier einmal was weghauen, ne? Hier müsste ich quasi rein. Nee, das ist nicht, nee, nicht grob geschnitten. Einfach nur komplett grob. Wartet mal. Ich wollte gerade sagen, hier, einfach nur grob. Den meinte ich. Den. Ich habe mich gerade schon gewundert, ne? Ich glaube, dieser ganz grobe Stein würde als Außentreppe noch eigentlich echt am besten passen, ne? Möchte gerne, dass es in der Erde drinne ist. Ich fände es richtig cool. Ich werde es gleich da mit der Blumenerde machen oder mit der Farmerde, je nachdem. Dass es sich so ein bisschen auch überlappt. Weil leider überlappt sich das ja nicht und man hat immer dann so eine Fuche. So ein Stückchen, so eine Rille dazwischen. Ja, genau so. Passt. Und hier so eine kleine Treppe runter. Ich finde, der passt mit am besten gerade für draußen. Ja, es ist ja auch immer noch das Handwerkshäusle, ne? Was man halt so hat, hat man. Zu viel sollen die nicht haben. Und jetzt wäre halt cool, wenn man den Steinweg machen könnte. Weil dann könnte ich das einfach so fortlaufend hier direkt hinpacken. Aber es gibt ja keinen Steinweg. Also nicht frei platzierbar. Außer man hat irgendwo sein Feueraltar hingepackt, wo schon einer war, dann kann man den einfach mit der Hake langziehen, aber ansonsten passt das ja nicht so. So, okay, Treppe ist da. Ich würde sogar, nö, ich nehme den sogar für die Kupfersachen, ne?
Genau, aber ich würde den nehmen für die Kupfersachen. Das andere würde wieder nicht passen. Das ist zu geschliffen für einen Gartenbereich, finde ich. Das sieht dann so gelackt aus. Mag ich nicht. Noch schauen, wie groß. So groß ist der Außenbereich nicht. Ich würde, glaube ich, hier so direkt abschließen, bündig. Bin nur am Überlegen, zwei oder eins. Zwei oder eins. Ich glaube, ich gehe zwei hoch. Warte, warte, da muss ich auch einmal noch reinhauen in den Berg. Oh, das glitscht ja aber gut rein. Perfekt. Ja, ich glaube zwei hoch. Guck gleich mal, wie das aussieht, wenn ich schon den Kupferzaun darauf packe. Für den Garten hier in dem Bereich würde ich es nämlich nur eins hoch machen. Aber für hier, weil das ja quasi Schutz vor Wölfe oder so ist, dass man das nicht direkt so krass sieht. Ich stelle mir das jetzt einfach mal so vor. Das muss auch hier so ein bisschen rein versinken. Tisch. Es ist dann halt so hoch wie so ein NPC. Also außer für den Schreiner. Also der Schreiner könnte nicht mehr rüberklettern. Doch, ich finde es okay. Gefällt mir für draußen besser mit dem Anfangsstein. Ne, passt. Dann habe ich hier wenigstens einen Teil mal optisch abgeschlossen. Dann packe ich vielleicht nach, sobald ich Efeu habe, noch Efeu außenrum. Okay, es geht hier eh hoch. Also wenn man klettern möchte, muss man hier hinten rüber klettern. Vielleicht muss ich das auch drei. Das geht so doll hoch. Ich glaube, ich muss auf drei ummünzen. Weil das sonst quasi jetzt gleich gar nicht mehr so sichtbar ist. Obwohl ich das eigentlich cool fand, dass es genauso hoch ist, ungefähr, wie halt, ne, das andere Stückchen hier. Mal gucken, wie es gleich fertig aussieht. Ich muss es doch immer erst einmal fertig sehen. Das kann ich mich nicht entscheiden. Ich hau das jetzt in den Berg rein. Jo. Und da hinten würde ich dann auch zumachen. Ich glaube, das passt ganz gut für den Außenbereich. Dann bekommt er noch eine Bank hin zum Ausruhen, Mittagspause und so, an der frischen Luft. Als ob die Pause machen dürften bei mir, ne? Wir tun einfach so. Muss ja niemand wissen. Jetzt muss ich das genau da. Habe ich das rübergepackt? Sonst muss ich das hier genau rüberpacken. Erinnert mich an die Balkongeschichte. Ah, nee, doch, ich glaube. Da arbeite ich gleich noch mit dem Terraforming. Nee, ist okay. Wie gesagt, da kommt da noch so Efeu oder so lang. Und hier hinten kommt auch noch der Zaun hin. Ist das wieder so hellig? Ja. Ich brauche Datenmut. Ich hoffe, irgendwann kann man noch so ein, bei den Grafikeinstellungen oder so, so eine Art Filter oder so rüberpacken. Das wäre voll cool. Für Leute mit empfindlichen Augen. Jetzt nicht auf der gleichen Höhe, ne? Und ich überlege gerade wegen dem Zaun.
Mach ich das lieber hier bündig? Ja, hier bündig, weil dann kann ich den Zaun mit der Hauswand verbinden. Das wäre eigentlich viel besser. Das würde später besser aussehen. Weil ich das schon irgendwie verbinden wollen würde. Fände ich cooler. Mal gucken, das mache ich da dann gleich zu, wenn ich mir mein Terraforming-Zeug noch hole. Das habe ich jetzt leider nicht mit in meinen Rucksack reingepackt gehabt. Ja genau, ich wollte es nämlich ganz gerne hier eigentlich bündig ranpacken. Sieht zwar so ein bisschen komisch aus, aber es ist dann halt einfach abgeschlossen, ne? Vielleicht haue ich auch... Ah, der sieht noch blöder aus. Das ist dann einfach super gut benutzerdesignt hergestellt. Ne? Wenn man halt so einen Auftrag in Arbeit gibt und sagt, genau so brauche ich meinen Zaun. Da und da braucht der Löcher. Dankeschön. Wie so eine Tischplatte. Und so muss das dann. Und dann, ja, ich kann halt den Zaun nur. Ich hätte jetzt. Ne. So, suboptimal hier. Ja, nee, ja. Ist aber nicht genau oben drüber. Ich weiß, es ist gerade richtig Verschwendung von den Kupferzäunen, aber es ist ordentlicher. Nee, das sieht man jetzt mit denen. Das sieht man. Da drüben habe ich das gut hinbekommen gehabt. Musst du erstmal die perfekte Position finden. Für mich. Also für den, zum Platzieren. Es war schon von der Seite, war es besser. Oh Gott. Mhm. Oder ich muss es halt echt so doppelt machen. Das ist nämlich minimal. Jetzt könnte es vielleicht besser werden. Bisschen, ganz, ganz bisschen sieht man es halt. Aber ich krieg's nicht komplett drüber. Weil ich so doll überlappen lassen muss, damit es in den Felsen reinragt. Naja, passt schon. Dann kann ich die Sachen besser platzieren, aber bevor ich es vergesse, hole ich nochmal kurz Steine und Erde. Damit ich, was ich da angestellt habe, wieder ordentlich machen kann. Vielleicht habe ich ja sogar Blumenerde da. Ich gucke gleich mal. Kann ich mir mitnehmen. Oder Farmerde, ist mir jetzt egal. Nee, hier wäre keine. Ich wüsste also nicht, wo die ist. Blumenerde. Perfekt. Ich bin ja Profi hier. Sand, Schutt, Erde. Wieso ist denn das nicht... Sortiert euch mal, danke. Wieso war das nicht gesteckt? Und Erde und Steine brauche ich auch noch. Steine sind hier. Ich muss einmal aufräumen. Dankeschön, sonst kriege ich die Krise. Ab und zu sortiere ich das auch mal ganz, ganz selten, ne? Eine Nase juckt. Ja, so. Terraforming. Ich habe gerade Leben verloren. Ich habe gerade echt ein Stück Leben verloren und ich weiß nicht warum. Hä? Ich habe doch nur meinen Hammer in die Hand genommen. Das war schon zu viel. Wir altern hier und deshalb zieht es Leben ab. Dann benutze ich halt jetzt mal einen Verband. Das hat mich aber gerade irgendwie gewundert. Ich bin auch nur 3 Schritte gelaufen. Direkt, das war's. Leben am Limit. Erstmal die Steine.
Ah, das sieht halt auch immer so ein bisschen komisch aus, ne? Ja, nee, das nicht. Weil es halt trotzdem halt ausgehöhlt ist. Das kann man nicht ganz so schick designen. Naja. Und hier hatte ich das mit der Erde, ne? Das Versehen. Ich glaube, ich sollte das mit der Hake machen. Jetzt glitscht es da richtig rüber. Aber ich hatte hier vorhin doch ein bisschen was rausgenommen. Da ist gut. Wenn ich hier dann übertreibe, das ist immer gleich. Dann bleibt hier das Loch. Das erinnert mich an die Aktion mit der Kräuterhütte. Das war auch so ein kleines, anstrengendes Momentchen gewesen, wenn ich das jetzt so nennen würde. Ja. Mache ich mit der Blumenerde. Das wird jetzt eh auch komplett drüber wachsen, ne? Das ist wieder. Mal schauen, wie es sich verhält. Nicht so, wie ich es gerne hätte. Ja, weil es hier einmal komplett. Wartet mal, dann werde ich hier, glaube ich, einmal wegnehmen. Oha. Mal gucken, wie ich das jetzt hier irgendwie so ein bisschen schicker hinkriege. Das ist wieder so ein Geduldsding, ne? Aber ja, ich guck mal. Ich wollte es ja eigentlich mit der normalen Erde machen, aber ich habe die Hoffnung gehabt, dass die Blumenerde sich nicht ganz so doof anstellt. So. Es geht halt direkt darüber. Oh Gott. Direkt da einmal rüber. Nee. Dann mache ich das mit dem Stein. Gott, das wird immer schlimmer. Aber wieso verhält sich das so richtig random? Das verstehe ich gar nicht, weil es ja jetzt Steinzeug ist. Ich packe hier einfach gleich was rüber. Das passt schon. Das passt. Da sollen ja auch eigentlich gar keine Blümchen hin, ne? Ich habe mir bestimmt vorhin den Hammer aus Versehen selbst an den Kopf gehauen. Deshalb war das mit dem Lehm auf jeden Fall. Na klar, ich pack da einfach den Ofen in die Ecke. Ach na, nee, der ist ja mal nur 90 Grad zum Drehen. Das wäre vorne. Dann ist er aber auch leicht schief. Ist doch gut, wenn die Glut und alles direkt rauspurzelt. Das muss so sein. Ein bisschen hier. Das finde ich halt schade. Ich kann die Sachen halt. Nur die wenigsten Sachen kann man ein bisschen ja, besser drehen, ne? Die Sachen sind halt wieder 90 Grad. Hier würde ich später gerne sowas wie einen Kohlehaufen oder so hin platzieren als Deko. Das finde ich cool. Wenn es möglich ist. Ich habe gar keine Fackel dabei. Warum leuchtet denn mein Rasen so grün, so hell? Da auch über der Hütte. Ist Vollmond? Ist jetzt aber.
Was? Nee, da bei der Hütte ist es gerade wieder weg. Okay. Ich wollte gerade sagen, hä? Das Licht kann es von unten, es könnte das Licht von unten sein, aber dann müsste es auf der anderen Seite vom Flammenaltar ja auch sein. Weil ich das ja unten symmetrisch gebaut hatte. Ach, und hier. Kohle. Schreinerwerkzeuge, ich wollte gerade sagen. Hä? Wieso Kohlebrennofen? Den habe ich doch gerade eben schon aufgesammelt. Der Schreiner hat seine Werkzeuge nicht direkt ganz bei ihm. Ich auch glatt. Habe ich auch vergessen, ne? Ich wollte gerade sagen, was ist das? Dann klaue ich denen noch ihre Sachen. Würde ich aber hier mit an die Seite packen. Sieht ein bisschen schicker aus, wenn die Werkzeuge zusammen irgendwo stehen. Er kann ja auch hier rüberlaufen und die sich holen. Ne? Das ist ein Fehler, die noch behoben werden. Licht ohne Lichtquelle gibt. Aber da, so doll hatte ich es halt bisher noch nicht. Ich habe halt nur das zum Beispiel die Blumenwiese. Das sieht man, wenn man in der Kräuterhütte drin ist, dass sie grün leuchtet, ne? Ey, sowas hatte ich bisher nur, aber da wusste ich, es kommt von der, also von was, was ich platziert hatte. Und das, diesen hellen Fleck, das, sowas hatte ich jetzt noch nicht so deutlich. Oder ist es mir nicht aufgefallen, weil ich in dem Moment mich auch auf was anderes konzentriert hatte. Naja. Nee, machen wir hier weiter. Die Sachen stehen da. Eine Bank könnte man ganz cool hier eigentlich mit hinstellen. Und ich gucke, ob ich hier das mit dem Efeu irgendwie ein bisschen hinbekomme. Und diese andere Deko-Sachen habe ich ja leider noch nicht. Was aber dann, ja. Mit den Büchern kann man, die kann man ja auch neu platzieren, ne, wenn man sie her, also aus alten Büchern die neuen Bücher wiederherstellt, dass es dann irgendwann mit den anderen Sachen auch geht. Ihr Geduld, ne? Dann kriegen die da auch andere Deko noch hin. Aber schon mal die Bank für die Mittagspause. Ich suche echt immer die ganzen Sachen, ne? Ich schränke. Sitzplatz. Stühle, Bänke, hier. Oh Gott. Vielleicht so ein Steinding. Wir sind doch draußen. Jetzt kann ich zum ersten Mal sinnvoll die Stein. Ich finde das für im Haus nicht hübsch, ne? Die Steinsachen mal benutzen. Der Außenbereich ist einfach dekorativ, also komfortmäßig besser als im Haus. Gibt es die Steinbank auch ohne eine Decke? Ich hatte erst überlegt, die ich die ganze Zeit benutze, die Bank, die normale. Aber jetzt könnte ich wirklich mal die Steinsachen benutzen. Was gibt es denn hier noch? Einen kleinen Steintisch. Die Stühle waren mir jetzt irgendwie zu schick designt für draußen. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Nicht passend. Ich guck mal, wie das aussieht. Ansonsten mache ich einmal die normale noch. Ich guck mal, was besser ausschaut an der Ecke. Ich guck mal, ob die Steinbank oder die Dings. Also die Steinbank, das stört mich halt, dass da so eine Decke drauf ist. Also nicht, dass ich das denen nicht gönne oder so. Jetzt brauche ich klein. Platziere die mal mittig. Habe nochmal die Schreinerwerkzeuge und den Kohleofen aufgesammelt. Die ich zwar nicht mehr habe, aber okay. Das ist auch irgendwie. Ich hoffe, dass er wird auch noch gefixt. Also ich weiß es, aber ich glaube, manchmal könnte es vielleicht etwas irritierend sein. Aber ich könnte dann wenigstens mal die Steinsachen hier platzieren. Ich lasse sie erstmal da. Die Textur braucht auch noch kurz. Efeu. Nee. Rollen. Aber keine Farmerde, glaube ich, mehr gehabt. Und die war nicht mehr da. Das ist das etwas andere hier, ne? Und wie macht ihr eure Blümchendeko? Ich hau die einfach so darauf. Das hätte ich da mal. Ich wollte eigentlich Efeu, ne?
Dann brauche ich die Farmerde. Ich glaube, ich stelle die her. Ich bin ja zu faul, da hinzulaufen, um mir die zu besorgen. Ich habe halt keine mehr, ne? Noch ein Mehl brauche ich. Glaube ich. Emily. Ich habe die bisher noch nie gemacht, ne? Ich habe die mir immer geborgt. Ich nehme mal den ganz normalen. Dreimal Knochenmehl und Erde brauche ich nur dafür. Okay. Knochenmehl. Knochen wollte ich zwar aufbewahren für meine Katakomben-Sachen, aber naja, ein Stack ist okay. Ein Stack opfer ich mal. Deko. Das Schleifteil müsste hier irgendwo noch rumstehen, ja. Oder ich hätte auch einfach das Knochenmehl hier direkt rausnehmen können, weil ich irgendwann mal hier was reingepackt habe. Pack mal hier noch. Okay. Gut. Das habe ich ja, weiß ich nicht wann gemacht, vor 10 Jahren gefühlt. Würde ich aber trotzdem hier wieder gerne reinpacken wollen. Knochenmehl. Kann man ja jetzt drauf zugreifen, ne? Dann Emily, ich brauche ein bisschen Farmerde. Ach, ich mag die Kräuterhütte. Die auch gleich noch ein Badezimmer bekommt und so, ne? Ich bin ja nicht so. Sollte reichen. Mal schauen, ob ich es damit besser hinbekomme als mit der Blumenwiese. Ich will die Blumenwiese jetzt auch nicht, ne? Aufbrauchen dafür. Brauche die noch für andere Sachen? Also ein bisschen Efeu hätte ich gerne. Okay, da kriege ich das nur so hin. Schade, ich hatte vorgehabt, dass hier so ein bisschen Efeu runter schwebt. Wäre mein Traum gewesen. So ein kleines bisschen, ne? Aber hier an der Stelle nicht so möglich. Wie sieht es hier aus? Im Generellen? Dann würde ich, dann kann ich nur die Blümchen machen. Also wenn das Efeu nicht funzt. Nee, es funzt halt hier nicht irgendwie auf der Seite. Jetzt muss ich nur wieder die schwebenden Sachen hier wegbekommen. Okay. Hätte ich das vorne hin platziert? Wie sieht es hier aus? Die Blümchen mache ich aber hin. Die wollte ich ja eh hin platzieren. Ich glaube, an dem Haus habe ich jetzt ein bisschen Pech mit dem Efeu. Dass es nicht so möchte, wie ich das haben möchte. Wie ist denn das, wenn ich das jetzt vorne platziere? Als hier oben drauf. Ich überlege gerade, was würde besser aussehen. Vorne lang oder auf dem Ding drauf? Dann hätte ich es aber auch nicht mit Stein machen müssen, ne? Also ich könnte ja dann hier wieder mit Holz und Blumenkasten nachahmen. Das ist ein bisschen höher. Oder ich mache das vorne und habe dann noch die Steinkante. Ich weiß nicht. Hier ist ja eben. Warte mal, wie habe ich das da drüben? Da habe ich es ja auch viel, viel breiter. Da ist es recht, also direkt dran.
Dann überlegen. Ich glaube, ich würde es vorne ransetzen, also so. So hinpacken, dass man die Steinkante noch sieht. Ja. Muss ich das halt abreißen, ne? Ich krieg das nicht wieder. Eine gute Blumenerde. Ich sehe schon. Nächstes Mal darf ich Blumenerde farmen gehen. Die ist für mich, ich finde für Deko essentiell wichtig. Nach dem. Was man damit so macht. Irgendwie, vielleicht sollte ich erst vorne den Kasten bauen. Naja. Oh, da kam Efeu. Also auf der Seite hätte ich Glück mit Efeu. Ja. Muss ich gleich mal schauen, wenn ich weiterbaue. An sich ist es ja gut, dass es sich immer unterschiedlich verhält, ne? Wegen dem Zufallsfaktor. Das macht manchmal die Sachen auch wesentlich schöner. Also, finde ich, wenn, besonders wenn es sich um natürliche Sachen handelt. Dann sieht nicht alles so parkmäßig aus. Außer man möchte natürlich so haben, dass er blüht in dem Moment. Aber für mein Vorhaben ist es eigentlich vollkommen fein, so wie es ist. Wenn ich ganz gern da hinten Efeu dran hätte, was ja nicht geht. Muss man nicht leben, ja. Ach, passt, da gucken jetzt so ein paar Blümchen raus. Das ist ja okay. Aber mache ich das zwei breit? Man erkennt das ja sonst nicht. Ich möchte mal kurz gucken, wie das aussieht, wenn ich das zwei Dingerchen breit mache. Ich mache das zwei breit. Zwei Blöcke. Sieht besser aus. Ja. Und ob ich das jetzt mit einem Kasten mache, also ob ich nochmal die Holzblöcke davor packe, dass es aussieht wie ein Blumenkasten, das mal so, oder so ein Beet. Sieht wie ein Beet. Weiß ich noch nicht. Das entscheide ich dann gleich. Weil es hat eigentlich auch was, ne, dass man das einfach frei dorthin gepflanzt hat. Finde ich ein bisschen schicker. Das ist ja was anderes, ne? Aber hier so fürs Handwerkhäusle. Emily wohnt hier nicht. Die zwei Herrschaften müssen sich um das Ding hier kümmern. Deshalb nicht übertreiben und so, ne? Direkt hier vorne noch ein paar Blümchen hin. Nee, ist zu viel. Ich bräuchte hier Erde. Sonst ist es mit der Stufe blöd. Das sieht da noch komisch aus. Erde. Ist halt ein bisschen jetzt. Das ist immer so schwierig, ne? Diese freie Platziersachen. Weil es kann mit einem Ding gleich so blöd aussehen. Und hier ist halt so ein kleines Schlagloch drin und das ist okay. Das ist ja generell ein bisschen uneben. Ja, gut. Ich guck mal, ob ich hier noch Efeu ranbekomme, jetzt auf der Seite. Ja. Ich habe da gerade eher. Nee, noch Blümchen. Wenig Hoffnung. Da ist gerade gekunst. Hier. Ich mal, wie ist denn das mit der Farmerde? Dass ich da nicht so diesen grünen Punkt habe. Ich finde, für ein Walddörfle passt das, ne? Da oben auch noch was hin. So spontan.
fände es halt noch cooler, wenn dieser große Klumpen dann nicht wäre, ne? Den man da sieht, wenn man das Efeu platziert. Ob das nun mit der Blumenwiese ist oder mit der anderen, das ist ja Latte. Man hat das halt, diesen Klumpen, der ist halt entweder grün oder braun. Das hört sich jetzt auch nicht so richtig an, ne? Ja, gut. Hätte gern über der Tür noch was. Okay. Ja, das sieht auch komisch aus, wenn da ganz oben nichts ist. Kommen da aber auch nicht hin, ne? Mitspringen. Ja, aber ich das auch nicht. Doch, da. Da hat es gerade geklappt. So, aber das ist zu wenig, das sieht man nicht. Und da ganz oben habe ich jetzt auch irgendwas Komisches platziert. Naja, okay. Passt schon. Hier finde ich es nämlich cool, ne? Weil da sieht man das jetzt gar nicht so. Und bei der Kräuterhütte hatte ich da auch ein bisschen mehr Glück, dass man das nicht so dolle sieht mit den Böbelchens da. Und ich hätte es voll cool gefunden, wenn hier einfach so Efeu runterwächst. Das war mein eigentlicher Plan gewesen. Okay, klappt's. Halt immer dieser Erddings, ne? Einfach, es wächst einfach nach oben, passt schon. Der Ecke? Nee. Cool, wenn man irgendwie noch so Efeu einzeln zum Auswählen hätte. Ah ja, okay. Ich glaube, ich werde ja später noch mit den einzelnen Pflänzchen, die man benutzen kann, arbeiten. Also den Setzlingen. Sobald ich die dann habe. Aber so habe ich erstmal so ein bisschen, ne, dass es nicht ganz so einsam aussieht. Kriege ich da oben auf den, an den Kamin noch was ran? An den Schornstein? Ey, letztens kam ich doch noch hier hoch. Ja gut, dann nicht. Dann schaue ich mal anders. Der Teil ist erledigt. So, mit Innendeko hat es ein bisschen, Außendeko nun minimal. Bei dem, ich würde hier gerne noch mehr machen, aber ich kann noch nicht so eine Sachen platzieren wie so Holzhaufen, so wo man das Brennholz irgendwie lagern könnte oder so Kohlesachen oder so Schutt oder so. Schutt gibt es auch, dass man hier irgendwie, ne, so als festes Dekoobjekt irgendwie platzieren könnte. Das würde ich nämlich dann hiermit machen, sobald es geht. Und hier konnte ich leider keinen Efeu lang wachsen lassen. Der Seite. Dann würde es ganz cool sein mit so einem Außenwerkstattbereich. Kommen wir zur Kräuterhütte. Und zwar Schlafzimmer, Badezimmer und sie kriegt jetzt ihre Theke. Das ist ja kein Problem. Dafür muss ich den Bereich hier unten halt komplett ändern, ne? So ein bisschen. Und eine Wand ziehen. Frage ist, wo ziehe ich die Wand? Und wo stelle ich sie hin? Also sie, meine ich mit hinstellen. Und, ach ja, weil hier fehlt ja der Ofen. Sie kriegt ihre Ofengeschichten hier noch rein.
wie sich das anhört, Ofengeschichten. Ich hole mal die Feuerstelle und den Ofen. Die stehen ja hier draußen rum. Ist was drinne? Essen. Das muss ja da noch rein. Dum, 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 dum. Ah, ich bin ganz froh, dass das Handwerkshäusle fertig ist. Ich glaube, hierfür würde ich den Kamin auch ein bisschen. Obwohl der Ofen. Der muss vielleicht gar nicht da drin stehen. Die Feuerstelle würde ich auf jeden Fall gerne bei dem Kamin mit reinpacken. Und den Ofen vielleicht so im Rohr angeschlossen. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie so abbilden kann. Und dann brauche ich hier den Platz noch und würde das hier irgendwie ändern. Vielleicht mache ich das hier auch zu, den Wintergarten. Dann habe ich aber hier kein Licht mehr dran. Muss ich mal schauen. Oder ich fange leicht erstmal oben an, weil oben ist leichter. Wegen Schlafzimmer und Bad. Würde ich aber gleich machen und jetzt erstmal kurz ein Päuschen.